can't take it back, no. I've got so much left to say, I'll take the words and walk away. Sehr gut, meine Freunde, und damit willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Endergame Challenges auf dem GommelHD.net Server. Ich komme auch gleich zur Challenge und auf EG. Ja, ich habe vorhin schon mal einen Versuch gemacht. Da war wieder so ein richtig toller Bo-Spammer drin, und zwar richtiger Bo-Spammer. Auf jeden Fall, wir haben eine Challenge vom MC Killer Craft, und zwar schreibt der Endergame Challenges. Du musst abwechselnd Gegner töten, also mal mit Schwert, dann mit dem Bogen, dann wieder mit Schwert, dann wieder mit Bogen und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. So, okay, das Schwert habe ich schon am Start. Ich habe auch direkt mal das Kit Link an den Stiesel genommen, weil ich das auch schon mal wieder eine Weile nicht mehr aber egal. Irgendwann muss ja wieder die Probe sein, ne? Ich suche jetzt erst... Alter, wo sind denn die Thronen? Das ist doch nicht mehr normal. Lol. Da schließt sich schon wieder ein Team, eine schöne Allianz. Auf jeden Fall, was sie sagen... Okay. Auf jeden Fall hatte ich vorhin gerade einen schönen Bo-Spammer drin. Das war mal wieder richtig toll. Der hat wirklich alle Sekunden oder so wieder einen neuen Bogen, einen neuen Pfeil geschossen. Sowas ist echt ziemlich low. Da kannst du ja auch so viel gegen machen, leider. Ja. Kann man echt nicht viel machen. Das ist halt das Ding. Ich habe auch übrigens mein Texture Pack jetzt sehr schön weit entworfen. Vielleicht soll ich das mal kurz reintun, mein Texture Pack? Da vorne ist einer. Wenn ich den töte, dann muss ich allerdings einen Bogen machen, und zwar schnell. Und ich brauche Pfeile und ich brauche alles Mögliche. Ich habe jetzt auf jeden Fall 4 Herzen nur. Also so viel ist es nicht. Aber ich habe noch Resistenz. Und zwar Resistenz 1 oder 2? Ich glaube 1. Nee, das ist mir jetzt gerade ein bisschen risky-frisky hier. Sind mir gerade ein bisschen viele Leute. Ich brauche auch was zum Essen, Alter. Stimmt, ich habe ja gar nichts. Ja, Eisen, sehr schön. Und Essen natürlich auch. Ist jetzt nicht so, dass ich das dringend benötige oder so. Das Essen, weil ist ja nicht so, dass ich Lowan dementsprechend regen müsste. Okay, Eisen haben wir ja unheimlich viel. Das ist auch schon mal ganz cool. Wie gesagt, zum Texture Pack nochmal. Ich komme jetzt gerade echt nicht dazu, weil hier einfach so viel gerade los ist. So. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, eben wegen dem Texture Pack. Ich kann das gleich auch nochmal reintun, wenn nicht mehr so viele Leute leben und ich gerade ein bisschen Abstand habe. Bo, sehr schön. Ich habe noch keine Pfeile zwar, aber egal. Ich habe auch noch niemanden gekillt, also bin auch nicht abhängig davon. Auf jeden Fall dachte ich mir dann, okay, ich habe das jetzt die letzten Tage ein bisschen weiter designt und ich denke mal, dass ich das die nächste Woche oder die nächsten 3 Wochen irgendwann mal releasen werde. Da freue ich mich schon mega drauf. Ist richtig gut geworden, also ich bin mega stolz drauf. Das Texture Pack an sich ist was ganz Cooles, also was anderes. Es ist allerdings auch ein aufwendiges Texture Pack, muss ich da schon mal vorweg sagen. Ich empfehle euch da wirklich, das nur zu verwenden, wenn ihr einen guten PC habt. Ich werde das allerdings wahrscheinlich sogar noch in kleineren Auflösungen hochladen, sodass man das vielleicht auch mit 64x64er Texturen holen kann, und dann ist es nicht mehr ganz so aufwendig. Und ich glaube, dann ist es auch verwendbar für jeden, weil das Ganze ist ja im Prinzip ein Abo-Special, das 3000 und 4000 Abonnenten-Special sozusagen zusammen. Wird, wenn es so weitergeht, auf jeden Fall auch erst so um die 4000 Abos released werden. War kurz, ich gucke jetzt mal. 30 Blöcke, nee, das reicht nicht, um kurz das Texture Pack reinzuwerfen. Würde es sau gerne, weil das Dia-Schwert da einfach Hammer aussieht. Ist der jetzt alt? 32 Blöcke, ach, scheiß drauf. Ich nehme es jetzt nicht auf meine Kappe, wenn es nicht funktioniert. Ihr seht auch schon noch Hashtag Celtics Army, das ist, weil ich das Celtics Pack dafür überschrieben habe. Das ist ja im Prinzip auch ein Faithful Edit, das Celtics Pack, was ich hier verwende. Und ich werde das zum Beispiel auch noch rausnehmen, wie auch einige andere Sachen, die ich eben ausgetauscht habe. Den Himmel sieht man jetzt nicht mehr so. Aber guckt euch mal das Tierschwert an. Alter, ich finde es so heftig. Die Rüstung, wie gesagt, die Rüstung ist immer noch die Default-Rüstung, bis auf die Dia-Rüstung, und auch da ist noch die, also die Default halt, die vom Texture-Pack, die es vorhin schon war, außer halt die Rüstung, außer halt die Dia-Rüstung bis auf die Hose, und das werde ich aber auf jeden Fall noch ändern. Einen Pfeil habe ich jetzt auch, das ist auch gut. Ey, Alter, komm, Mann, fuck mich nicht ab. Oh, ich habe ja, lol, ich habe ja selber Enderperlen. Einen Kill. Thanks for your memory. Thanks for your memories. Das sieht richtig cool aus. Irgendwie mit dem Himmel. Ich weiß nicht warum. Das tut mir so richtig... Nee, okay, das nicht. Aber egal. Alter, was laber ich wieder für eine Scheiße. So, 20 Gold. Alter, ich habe Äpfel. Ich habe Äpfel. Ich mache mir Goldäpfel. Wann wurde ich das letzte Mal gebraucht? Ah, das ist auch schon eine Weile her. Ist mir gerade ein bisschen risky-frisky. Jetzt zu craften, denke ich mal.
Jetzt brauche ich sowieso den Bogen. Ich habe zwei Pfeile. Geilo. Das ist sehr cool. Guckt euch mal, der hat den Dierhelm, Alter. Der hat den Dierhelm. Guckt euch den Helm an. Alter, das sieht so cool aus. Oh, Gott sei Dank wurde ich gerade geportet, weil ich habe keine Pfeile, wie man weiß. Wo ist der nächste Gegner? Ah, über 100 Blöcke entfernt. Mach ich mir mal kurz, bin ich Full Iron immerhin schon mal. Ich brauche einfach Pfeile. Ich brauche jetzt gerade so viele Pfeile. Oh, ich kann mir eine Hose machen, aber das ist das Einzige, was meine Textur nicht drin hat. Das wäre irgendwie schade. Pfeile, nice. Oh mein Gott, war das close. Direkt, als ich die Pfeile rausgenommen habe, weg damit. Alter, lol. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht schon wieder so ein nerviges Ungeheuer darin. Schärfe, zack. Was haben wir denn sonst noch für Gegner? Wir haben noch... Oh, wir haben schon Finale. Alter, das wird close, weil ich habe keinen Dia-Stuff und der wird wahrscheinlich Full Dia oder sowas ähnliches haben. Ich mache mir jetzt immerhin mal eine Dia-Hose. Dann habe ich halt nur die Hose, die halt eben keine eigene Textur drin hat, aber YOLO. Dann habe ich immerhin etwas. Der hat dafür den Helm. Ich würde euch zwar ganz gerne noch die Brust zeigen, aber egal. Ich muss den mit dem Bow töten, das ist ein bisschen doof. Ah, die Schuhe hat er übrigens auch vom Dia-Stuff. Ah, der hat Regeneration reingepackt. Okay, ich laufe mal die Regeneration ab. Er schwimmt durch. Lol. Was für ein dummer Homo. Alter, nein. Oh, lol. Lol. GG. Alter. Ich muss das Schwert nehmen, sonst keine Chance. Ich muss ihn ja eigentlich nur mit dem Bogen töten. Oh nein, Alter! Alter! Chichi, Chichi. Fuck. So eine Scheiß-Challenge. Nee, auf jeden Fall, ich hoffe, euch gefällt das Texture Pack. Sieht ja eigentlich schon mal ziemlich nice aus, aber ich mache jetzt einfach noch eine Runde in der Hoffnung. Ja, toll. Interessiert es mich, ob du aufgenommen hast? Ehrlich gesagt nicht, nein. Ich mache erstmal Werbung. Erstmal Werbung, Alter. Ich habe gewonnen. Jetzt erstmal meinen Gegner noch Werbung machen, dass er ja mich abonniert, Alter. Ohne Scheiß. Ja, Alter, wenn ich meinen Killer abonnieren würde, dann nur zum ihn haten. Nee, Spaß, auf jeden Fall. Auf so ein Niveau lasse ich mich nicht runter. Ich weiß es nicht. Ja, ich mache jetzt einfach noch eine Runde, also bis gleich. Yo, Leute, zweite Runde am Stüsel. Wir haben das Kit Techniker drin, einfach damit ich mit Kills auch an stärkere Rüstung komme und somit schneller an Dia-Equip, denn das ist ja das, was ich euch zeigen will. Ich werde übrigens heute noch ein bisschen Game of Thrones gucken, weil ich das gerade sowieso suchte. Auf jeden Fall, und dabei werde ich wahrscheinlich das Texture Pack noch ein bisschen weiter designen, damit ich das, wie gesagt, so bald als möglich releasen kann. Wir haben ja letztes Mal den Bogenkill nicht gemacht, also ich würde sagen, diesmal starten wir direkt mit dem Bogen. Wäre eine coole, cooler Kompromiss, würde ich finden, ne? Starten wir direkt mit dem Bogenkill, auch wenn das nicht so easy ist, wie man das jetzt vielleicht denkt. Oh, scheiße, die Enderperlen hätte ich gerne noch gehabt. Egal. Warum ich das Gold genommen habe anstatt die Enderperlen, kein Plan. Wobei, das hilft mir vielleicht für Rüstung und sowas. Kann ich mir erstmal Eisenschuhe und da ein Eisenschwert und einen Goldhelm. So, jetzt direkt zum Gegner und den... mit dem Bow killen, damit ich direkt ein Upgrade kriege. Ist auf dieser Map, glaube ich, sowieso ziemlich gut, weil es hier so viel Wasser gibt. Alter, komm, fight! Der leckt, Alter, der leckt übel. Oder lecke ich? Alter, das ist mega schwer, so wie der leckt. Okay, den Kill mit dem Bow habe ich gemacht. Der hat irgendwie richtig komisch geleckt. Ihr seht schon, Dia-Schuhe sehen so aus. Finde ich ziemlich cool. Ist auch mal was Neues. Aber... Oh, stimmt! Mein Schwert hat sich auch geupgradet. Ich habe jetzt ein Dia-Schwert. Also, hier muss ich echt sagen, das ist eines meiner Meinung nach eines der coolsten Dia-Schwerter, die es gibt. Das ist natürlich meine persönliche Meinung. Grüne Dia-Schwerter sieht man ja generell relativ selten. Wobei, grün wahrscheinlich noch neben... Blau die umstrittenste Farbe, was Dia-Schwerter betrifft, ist. Aber ich finde es einfach, es sieht... Also, Alter, lol. Guckt euch das mal an, Alter. Ist das nicht geil, Alter, dieses Schwert? Also, wenn nicht, dann habt ihr eine Macke, würde ich mal sagen. Benden, Tore, sorry. Hä, was? Was labern die jetzt wieder? Haben die wieder ein Team gemacht und sich gegenseitig gekillt? Opferknecht. Egal. Oh. Habe ich die Dias? Nein, ich habe sie nicht. Oh, Mann. Ich bin aber auf jeden Fall auch froh, dass ich mal wieder mit dem... Nein, komm, flieh nicht. Kämpfe
Du kleiner perverser Sack, Alter. Nein. Oh Mann. Hey, ist der Full Iron geworden? Der kämpft ja mega low. Nein. Er flieht. Der Vogel, er fliegt davon. Und jetzt hat er Regeneration drin. Jetzt schreibt er Hacker. Hacker. Ja! Gerackt, Alter. Oh mein Gott, guck mal. Ja, Helm, Alter. Nein. Alter, den habe ich jetzt mal mega gut gerackt. Ich glaube, der war auch nicht wirklich so helle, habe ich das Gefühl irgendwie. Oh Mann, jetzt muss ich aber wieder mit dem Bow fighten. Das ist eine kleine negative Angelegenheit. Wie viele Pfeile habe ich noch? 21. Okay. Mein Dia-Schwert ist ja fast down, lol. Ich habe aber Angst, sie zusammen zu craften. Das habe ich ja voll vergessen an diesem Kit. Stimmt, die Schwerter gehen ja ultra ultra schnell down. Alter, das, wie ich das einfach verhängt habe. Geile Sache. Ich hoffe, jetzt komme ich nicht direkt zu einem Gegner. Wobei, ich muss ja jetzt eh den Bow benutzen. Und hier haben wir direkt ein paar Dia-Schwerter, toll. Und dann kurz die noch zusammen craften, damit ich hier wieder ein halb volles habe. Da ist noch ein verzaubertes Iron Sword. Was ist das denn? Schärfe, ich glaube, ich nehme das hier. Ist einerseits stärker und zweitens kriege ich dann ein Upgrade für, wenn ich jemanden damit töte. Und dann ist es wieder voll. Was generell bei diesem Kit immer sehr gut ist. Also hier Schärfe 1, Eisenschwerter kann ich nur empfehlen eigentlich. Was brauche ich hier unten gerade in der Leiste nicht? Eigentlich die Pfeile, da habe ich so viel momentan von. Wir noch Langsamkeit eines. Dich muss ich jetzt mit dem Boot töten. Alter, wie schnell der einfach ist. LOL. LOL, wie schnell ist denn der? Hat der irgendwie Speedtex? Alter! Nein, der hat irgendein Kit. Alter Katze, nein! Das ist so schwer, da das Dings zu treffen. Es ist auch schwer mit dem Kit zu treffen, aber wenn man die Übung darin hat, dann... Alter, ich mag das Kit überhaupt nicht. Ich mag Speed-Sachen generell nicht. Mann, wie will ich da entkommen? Egal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich hoffe, euch gefällt auch das Texture-Pack. Bei mir leckt es gerade noch ein bisschen. Wie gesagt, ich muss das noch ein bisschen runterregeln und so weiter. Wobei, es gibt auch ein paar Sachen, wie gesagt, zum Beispiel die Schwerter, die nicht kompatibel mit der 1.18 sind zum Beispiel. Bei der 1.7 läuft das deutlich besser. Werde ich noch beheben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Würde mich mega freuen. Dann müsste ich nicht mehr heulen, weil ihr mir keinen Daumen nach oben gebt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.